bin's mal wieder, euer Knosti. Heute habe ich zwei richtig, richtig coole Produkte für euch. Die beiden Produkte habe ich von Rocket gesponsert bekommen, das sage ich einfach mal so. Danke nochmal an Rocket, nämlich erstmal hier die Comb Pure, auf die freue ich mich schon ganz, ganz besonders. Und dann noch ein Mauspad dazu, nämlich das Rocket Hero. Gehen wir mal zur Maus. So, hier, ich muss mit dem rüberhauen. Wenn wir sie aufmachen, sehen wir schon die Maus. Ich mache so ein bisschen Werbung auch für Rocket, nachdem die so nett sind und mir das zukommen haben lassen. Die Maus ist angeblich perfekt fürs Gaming geeignet. Ich werde dann mal schauen, ob das stimmt. Sie hat einige zusätzliche Tasten. Man kann auch die Maus beleuchten lassen mit 16,8 Millionen Farben. Aber Rocket verspricht dir halt, dass man perfekt damit gamen kann. Und dazu braucht man halt auch das richtige Mauspad. Und das ist hier. Mir wurde gesagt, das Mauspad kann man sogar in die Waschmaschine tun, weil das so beständig ist. Und davor. So. Und hier seht ihr, wie die außen ist. Also oben, das ist ein raues und unten ist es ein rutschfestes Material. Und ich glaube, wir machen das Ganze mal auf und ich werde euch dann mal zeigen, wie das so ausschaut. Jetzt habe ich das Ganze mal ausgepackt. Hier die Comb Pure. Schaut richtig cool aus. Sie ist ein bisschen kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe. Ja. Aber sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ich habe jetzt auch nicht die größten Hände, sondern eigentlich relativ kleine, sage ich mal. Hier sehen wir Plus und Minus. Hier ein Carbon-Mausrad. Da kann man präzise damit arbeiten. Sie ist auch so in kleine Zwischenschritte unterteilt. Finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man beim Zocken schön die Waffe wechseln und überdreht jetzt nicht, sodass man immer nur eine Waffe wechselt und jetzt nicht zwei überspringt. Hier die Zurück- und Vortaste, die kann man natürlich auch belegen für diverse Spiele. Das heißt, hier kann man jetzt Granate werfen drauf und hier messen. Da kann man dann einfach mit diesen beiden Tasten dann im Spiel schneller agieren, als wenn ich es jetzt wirklich mit der Maus tue. Und dieses Mauspad hier, Leute, das fühlt sich richtig, 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 richtig geil an. Das ist aus so einem, das Mauspad, die Hero, das Hero Mauspad, ist aus so einem vulkanischen Kunststoff gemacht, sage ich mal. Das wurde mir gesagt. Das kann man sogar in die Waschmaschine eben tun. Und es rutscht sehr, sehr gut hier drauf. Also das ist, fühlt sich richtig jetzt cool an so einem Trockentest. Das ist jetzt noch nirgends angeschlossen. Noch dabei bei der Maus war nämlich diese Quick Installation Guide. Da steht jetzt alles drin, wie es man installieren muss. Bla bla bla. Aber ich denke mal, jeder halbwegs vernünftige Mensch, der sich auch so eine Maus kauft, der das Geld dafür investiert, weiß, wie man so eine Maus anschließt, nämlich diesen Stecker hier in den PC rein. So, mehr gibt es da glaube ich auch nicht zu sagen. Ich werde jetzt hier eben jetzt gleich so ein Video von, wo ich jetzt mit der Spiele im Hintergrund laufen lassen und werde ich jetzt noch einzelne Details dazu erzählen und jetzt meine Eindrücke, sage ich jetzt mal, die ich beim Zocken jetzt machen werde oder dann gemacht habe, wenn ihr das Video seht, von mir gebe. Ja, und man sieht sich jetzt. Und für die Leute, die noch immer zusehen, gibt es jetzt mein Fazit. Ihr seht im Hintergrund so ja, ein kleines Video, wo ich ein bisschen mit der Maus arbeite. Ich hatte jetzt keine Zeit zum Zocken, aber ich habe jetzt probiert, wie sie so herumgeht, ob sie schön flutscht auf dem, wer ist denn das? Auf dem Mauspad. Ich bin sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Ihr seht auch meine Hand. Ihr schaut ein bisschen knochig aus. Ich weiß auch nicht, was da los ist. ist auch übrigens meine neue Kamera. Habe ich damit aufgenommen. Und das Mauspad, würde ich sagen, ist richtig cool. Also es ist groß. Ich hatte noch nie so ein großes Mauspad, aber das ist eigentlich ganz, ganz komfortabel, wenn man das so macht. Denn da hat man eine schöne große Fläche auch zum Zocken. Ich habe dann später auch noch eine Runde Minecraft oder so gespielt. Jetzt habe auch ich habe damit gearbeitet. Ich habe ein bisschen COD auch gezockt. Ich habe mich endlich mal wieder getraut, das zu zocken. Ich finde das richtig cool, dass man so viel Platz hat. Zur Maus jetzt selber. Ich hatte keine großen Probleme, außer vielleicht, dass das Kabel von einem anderen Kabel geblockt worden ist und nachher, das kennt ihr vielleicht, ja, dass es ein bisschen hängt, aber das war auch nur ein, zwei Mal, weil ich so einen Kabelsalat auf meinem PC habe und so unten unter meinem Schreibtisch. Aber sonst bin ich sehr, sehr zufrieden. Man kann auch mit den Plus- und Minus-Tasten schön die Empfindlichkeit hoch und runter stellen. Das Mausrad gefällt mir auch sehr, sehr gut persönlich. Und ich muss auch sagen, diese Beleuchtung, die man auf der Seite sieht, die ihr jetzt hier schön seht, auf die am hinteren Ende der Maus, schaut cool aus, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, geht jetzt immer so, sie leuchtet auf, dann geht es wieder weg. Finde ich
ganz cool, so einen schönen Eye-Catcher auf der Seite, nochmal das Rocket Comb Pure, was ihr jetzt nicht seht, weil es auf der anderen Seite ist. Aber im Großen und Ganzen kann ich das empfehlen. Ich weiß, dass vor allem das für das Mauspad, es kostet glaube ich 50 Euro, glaube ich. Und das ist für ein Mauspad nicht wenig, das sage ich einfach mal so. Aber wer nach einem Mauspad umsieht und damit auch gamen will und jetzt sich was Hochwertiges zulegen will, kann das ruhig machen mit dem. Also ich kann das empfehlen. Die Maus, ja, finde ich auch gut. Ist jetzt, ich meine, ich bin, da ich jetzt nicht so der lange PC-Spieler bin, ich spiele als PC seit eineinhalb Jahren oder seit zwei Jahren, ist das eine sehr gute Maus für mich. Ob das jetzt die beste Maus ist, glaube ich auch nicht, da sie halt eben nur zwei Tasten auf der Seite hat, die Vorwärts- und die Back-Taste. Das heißt, falls ihr für Ego-Shooter oder so, ist sie ganz gut gebrauchbar, aber für WoW oder für StarCraft, glaube ich, musste man doch eine andere Maus der vorziehen. Ja, das war's eigentlich von dem her. Falls ihr auch diese Maus oder so habt, dann schreibt es mal in die Kommentare und gebt dem Video, falls es euch gefallen hat, einen Daumen hoch oder wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Somit sage ich tschau und bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaut ihr auch mal bei Facebook vorbei, facebook.com/derknosti, genauso geht das. Ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und alles, was ich jetzt noch zu sagen habe, ist das, was bis zum nächsten Mal, euer Knosti.